der Gesundheit, Erholung und Entspannung entgegen im Heilbad Cieplice, Bad Warmbrunn, das älteste Thermalheilbad in Polen. Ort Kalidus Fons, Ciepłowody, Bad Warmbrunn, also das heutige Cieplice-Zdrój, ist der älteste, im Jahr 1281 gegründete Kurort in Polen und gegenwärtig der Heilbadteil von Jelenia Góra, dem früheren Hirschberg. Den Charme, die Gemütlichkeit und das Ambiente des am Fuß des Riesengebirges, im Herzen des Hirschberger Tals gelegenen achtbaren Heilbades, wissen die vielen hierher kommenden Kurgäste zu schätzen. Im Laufe der Jahrhunderte haben das Heilbad unter anderem der Großkanzler von Litauen Albrecht Stanisław Radziwiłł, Johann Wolfgang von Goethe, der preußische König Friedrich Wilhelm III. Mit seiner Gemahlin, der spätere Präsident von USA John Quincy Adams, Alexander von Humboldt, Hugo Kołłątaj, der Verfasser der polnischen Nationalhymne Józef Wybicki sowie Izabela Czartoryska besucht. Ein anderer berühmter Gast von Bad Warmbrunn war die polnische Königin Maria Kazimiera Sobieska, genannt Marysieńka, die sich hier mit ihrem zahlreichen Staatshof 1687 aufhielt. Uzdrowisko Cieplice, wie man auf Polnisch Kurort Bad Warmbrunn nennt, liegt auf 350 Höhenmeter in der Mitte des Hirschberger Tals, das von vier Gebirgszügen umgeben ist. Riesengebirge, Isergebirge, Bober-Katzbach-Gebirge sowie Landeshuter Kamm. Das Klima des Tals zeichnet sich durch häufige Wetterwechsel, starke Winde, erhebliche Tagestemperatur und Luftschwankungen sowie eine hohe Sonneneinstrahlung aus. Auf Besucher, besonders auf die aus dem Flachland, wirkt solches Klima anregend und abhärtend. Die Objekte des Kurbetriebes Uzdrowisko Cieplice befinden sich auf ebenem Gelände, was auch Senioren oder Personen mit Erkrankungen der Bewegungsapparats ihre Spaziergänge erleichtert. Das Uzdrowisko Cieplice ist ein Teil der Kette Polska Grupa Uzdrowisk, deutsche Übersetzung des Eigennamens polnische Kurbadgruppe. Das ist die größte Gruppe von Kurbädern in Polen, die aus 6 Kurorten in ganzem Lande besteht. Heilendes Thermalwasser. Die Vorkommen der hiesigen heilenden Thermalquellen erreichen als einzige in Polen die Temperatur von 90 Grad. Das Thermalwasser von Cieplice wirkt erwärmend, beugt die Kristallisation von Harnsäure und der Bildung von Nierensteinen vor, erhöht die Miktion und Diurese, erhöht das Mineralisieren der Knochen, wirkt antibakteriell, beugt Zahnkaries vor und senkt den Cholesterinspiegel in Blutplasma. Das GmbH Uzdrowisko Cieplice besitzt als einziges Sanatorium in Bad Warmbrunn eine Konzession für die Thermalwassergewinnung und somit für alle Behandlungen aus dem Bereich der Hydrotherapie, die mit heilendem Thermalwasser vorgenommen werden. Unser Mineral- und Thermalwasser ist unser größter Schatz, der uns zur Heilung von Erkrankungen dient. Wir haben recht große Vorkommen von diesem Wasser. Bei dem Mineralwasser handelt es sich um Fluorid- und siliziumhaltiges Wasser, das wir für die Kränotherapie verwenden, also für Trinkkuren. Die Kränotherapie wird von Ärzten hauptsächlich bei diversen urologisch-nephrologischen Erkrankungen, zum Beispiel bei der Nierensteinkrankheit und beim Harnsteinleiden, empfohlen. Das Thermalwasser dagegen dient zur Behandlung der Erkrankungen des Bewegungsapparats. Wir sind auch ein auf die Therapie solcher Erkrankungen spezialisiertes Heilbad. Wir behandeln orthopädische und Rheumatologie, Erkrankungen sowie Osteoporose und posttraumatische Zustände. Thermalwasser hat erwärmende Eigenschaften, welche die Aktivierung der körpereigenen Reserven bewirken. Es erwärmt nicht nur oberflächlich, also nicht nur das größte Organ, welches die Haut ist, sondern auch die inneren Organe durch die Erweiterung der Gefäße und eine bessere Durchblutung. Dadurch werden auch Schmerzen gestillt.
Die Balneotherapie ist eine finanziell deutlich günstigere und bessere Behandlung als die medikamentöse Therapie und hat zudem eine lang anhaltende positive Heilwirkung. Da sie die Medikamente vermeidet, schont sie die inneren Organe, hauptsächlich Leber, und wirkt ganzheitlich auf den Körper. Außerdem wirkt sie viel länger als die pharmakologische Therapie. Wir laden zu uns nicht nur die Patienten mit Erkrankungen ein, sondern auch diejenigen, die etwas für ihre zukünftige Gesundheit tun wollen, weil man gemäß den neuesten medizinischen Erkenntnissen seine körpereigenen Reserven schon ab dem 30. Lebensjahr stimulieren sollte. Eines der wesentlichen Elementen der Kurbehandlungen ist die Bewegungstherapie. Heutzutage, da unsere Bewegungsaktivität durch die Zivilisation und sitzende Lebensweise beschränkt wurde, gewinnt die Bewegungstherapie immer mehr an ihrer Bedeutung. Die Rückkehr zu natürlichen Methoden hat in unserer zivilisierten Welt eine große und wesentliche Bedeutung beim Erhalt der körperlichen Funktionsfähigkeit und auch bei der Wiederherstellung dieser körperlichen Funktionsfähigkeit. Zu diesem Zweck wenden wir in unserem Heilbad vielfältige therapeutische Methoden an, die aus verschiedenen bewegungstherapeutischen Techniken hervorgehen, dank derer die Möglichkeit besteht, die Zeit der Genesung der Patienten zu verkürzen. Dies hat eine besondere Bedeutung für Patienten nach chirurgischen und orthopädischen Eingriffen. Eine Operation ist nämlich nur eine kurze Etappe der Genesungsprozesses. Die Rehabilitation dauert dagegen oft Wochen oder Monate. Wenn es um die neurologischen Erkrankungen geht, hat die Bewegungstherapie eine sehr große Bedeutung. Aus dem Grund, dass die meisten dieser Krankheiten symptomatisch behandelt werden. Die Einbeziehung von natürlichen Heilmitteln, die in unserem Heilbad zusammen mit der Bewegungstherapie und Massagen angewendet werden, bewirkt es, dass viele Patienten nach dem Kuraufenthalt, vor dem sie sich nicht selbstständig oder nur eingeschränkt mit Hilfe eines Rollstuhls oder Krücken bewegen konnten, körperlich viel funktionsfähiger und oft selbstständiger werden. Die Abteilung für Naturheilkunde nimmt 60 Arten von Heilbehandlungen aus dem Bereich der Hydrotherapie, Peloid-Therapie, Inhalationen, Bewegungstherapie sowie aus dem Bereich der Licht- und Elektrotherapie auf der Basis von heilendem Mineralwasser, fluorid- und siliziumhaltig, hypotonisch, schwach mineralisiert, alkalisch und Hochmoor vor. Einer der Vorzüge des Kurbetriebes Uzdrowisko Cieplice ist das Wellnesszentrum Marysieńka. Es bietet ein Schwimmbad mit heilendem Thermalwasser sowie Wassermassage, Sauna, Solarium, kosmetische Kapsel, schottische Duschen und Heilmassagen. Darüber hinaus werden dort Fitness-, Pilates- und Aquafitnessübungen abgehalten. Thank you.
Verfügung der Gäste stehen Appartements, Zimmer von Typ Lux sowie Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer mit Badezimmer und Fernsehen. Drei Pavillons sind mit der Abteilung für Naturheilkunde durch einen Verbindungsbau verbunden. Die restlichen Gebäude stehen in ihrer Nähe im wunderschönen Kurpark, der zu den prächtigsten Parks Niederschlesiens zählt. Unser Kurbetrieb garantiert eine gute Küche und kocht diätengemäß den Standards des Instituts für Nahrungsmittel und Ernährung. Es bietet Heil-, Gesundheits- und augenheilkundliche Aufenthalte, Aufenthalte mit dem Schwerpunkt Gesundheit für Senioren, Rehabilitation nach Traumata und Eingriffen, Geriatrie, Urlaubs-, Wellness-, Hotel-, Weihnachts-, Silvester-, Ski-Aufenthalte und von Krankenkassen finanzierte Aufenthalte an. Das hohe Niveau der erbrachten Leistungen bestätigt das Qualitätszeugnis ISO 9001. Die Kurgäste können nach den Behandlungen, außer Spaziergänge in den weitläufigen Parks und der Besichtigung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Wanderungen in den umliegenden Bergen machen und die herrliche Landschaft der Heimat von Rübezahl bewundern. Das Vorlandklima mit einer hohen Jahressonneneinstrahlung sowie einer geringen Menge von Niederschlägen wirkt auf Besucher anregend und abhärtend. Außerdem können die Kurgäste das Angebot des hiesigen Reisebüros in Anspruch nehmen, das sich auf die Organisation von Ausflügen für die Gäste des Kurorts spezialisiert. Interessante Eindrücke erwarten Sie sowohl auf dem Spaziergang durch Warmbrunn mit einem fremden Führer, der den Kurort mit seiner bewegten Geschichte Ihnen nahebringen wird, als auch auf verschiedenen Ausflügen nach Szklarska Poręba, also Schreiberhau, Karpacz, Krummhübel, Krzeszów, Grüssau, Złotoryja, Goldberg, Kowary, Schmiedeberg, bei Wanderungen im nahen Gebirge oder bei Tagesfahrt nach Prag oder Berlin. Teplice ist auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Skiausflüge. Im nahen Umkreis, bis zu 20 Kilometer, befinden sich viele Abfahrtspisten und Langlaufstrecken von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die größten Skizentren sind Karpacz über 20 Abfahrtspisten, Szklarska Poręba mit Skigebiet Skiarena Srenica, Langlaufzentrum in Jakuszyce, Dziwiszów, also Skigebiet Łysa Góra, sowie das tschechische Harachów. Die Kette Polska Grupa Uzdrowisk wurde 2011 ins Leben gerufen. Gegenwärtig es ist das größte, weil aus 6 Kurbädern besteht, Kurbadnetz in ganz Polen. Ein Teil davon ist die Aktiengesellschaft Uzdrowiska Kłodzkie und mit ihnen die Heilbäder Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Dan GmbH Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn sowie das GmbH Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. Diese Kurbäder besitzen das größte Angebot auf dem Gebiet des Heilwesens und der Kurtouristik, das auf in Polen und Europa einzigartigen Heilmittel wie Mineralwasser, Moortorf, Fichte oder Sole basiert. Sie gehören zu den bekanntesten polnischen Bädern, die sich nicht nur eines ganzjährigen Angebots und einer hohen Qualität der Heil- und Rehabilitationsdienstleistungen, sondern auch einer jahrhundertlangen Tradition im Kurheilwesen rühmen können. Die Kette Polska Grupa Uzdrowisk bietet heute nicht nur traditionelles Heilwesen und Rehabilitation, die sich auf natürliche Heilprodukte und außergewöhnliche Klimabedingungen stützen, sondern auch Dienstleistungen im Bereich der Freizeit, Regeneration und Kosmetik an. Durch das große und diverse Angebot von Heil-, Erholungs- und Wellnessaufenthalten schafft die Polska Grupa Uzdrowisk einen Trend zu Reisen in Kurorten, dank denen jeder Gast die Gelegenheit hat, unter der fachlichen Betreuung die Ärzte und Rehabilitationsspezialisten zu entspannen. Auf die Weise wird ein gesunder und aktiver Lebensstil propagiert. Darüber hinaus trägt die Verfügbarkeit von natürlichen Kosmetikprodukten und vielen verschiedenen Mineralwässern, die mit den Marken Staropolanka und Wielka Pieniawa versehen werden und einer der Vorzüge jedes Heilbads der Polska Grupa Uzdrowisk sind, zur Ganzheitlichkeit der Leistungen bei. Wir laden Sie herzlich das ganze Jahr über ein.